Wie versprochen gibt es heute das Revenant Reborn Video. Ich möchte über die Fähigkeiten noch mal kurz reden, kurz anreißen und dass wir wahrscheinlich in Season 17 mit dem versprochenen Mid-Season Update nicht damit rechnen können, weil im letzten Video habe ich es angesprochen, das Ranked-System so broken ist und wahrscheinlich laut Leaks tatsächlich überschlagen sich jetzt die Informationen, dass das Revenant Rework erst in Season 18 kommen soll. Es kann sogar sein, eben weil es jetzt eine Masse an Arbeit für Respawn bedeutet, das Ranked-System wieder so zu fixen, dass die Leute wieder Bock haben. Ich habe es im letzten Video auch gesagt, viele haben ihr Ziel erreicht und haben jetzt keinen Bock mehr Apex zu spielen, wie ich zum Beispiel. Ich zocke jetzt ein bisschen Diablo, ich freue mich auf den Solo-Modus nächste Woche, wenn der voraussichtlich wirklich kommt und so weiter und so fort. Es kann sein, dass Respawn jetzt mega Mühe hat, die ganzen Spieler wieder zurückzubekommen, weil sie es in Season 17 einfach verkackt haben. Und genau deswegen müssen die jetzt schauen, dass das Ranked-System wieder gefixt wird und einfach die Spieler in Season 18 wieder abholt, weil das wird in Season 17 definitiv nicht gefixt. Ganz kurz einfach mal zur Einleitung. Und genau deswegen müssen wir davon ausgehen, dass das Mid-Season-Update klein ausfällt. Wir sollten eigentlich auch Broken Moon und Stormpoint wieder in die Ranked-Rotation bekommen und zwei andere Maps werden dafür rausgeflogen. Und auch das kann sein, dass das nicht passiert. Und genau deswegen, weil die Arbeit daran wahrscheinlich jetzt so hart am Machen ist, keine Ahnung, kann es sein, dass das Revenant Reborn Rework, nennt es wie ihr wollt, dass das in nächster Woche nicht kommt. Wir müssen uns davon verabschieden. Ihr könnt eigentlich davon ausgehen, dass es in Season 18 kommt. Und auch das Gerücht geht rum, dass es eventuell gar keine neue Legende in Season 18 gibt und dass quasi das Highlight das Revenant Rework ist. Das ist nur ein Gerücht, weil ich werde jetzt in den nächsten Tagen auch noch ein Video darüber raushauen, welches die vermeintlich nächste Legende in Season 18 ist, wenn das nicht alles über den Haufen geworfen wird. Auf jeden Fall hat sich zu diesen gesamten Leaks, die in den letzten Wochen und Monaten zu Revenant Reborn, die sich angehäuft haben, hat sich die ultimative Fähigkeit geändert. Eigentlich sollte Rev Reborn ist immer noch dieselbe Legende, nur die Fähigkeiten sollten sich ändern. Der Totem soll ja komplett wegfliegen. Und dann hieß es laut Leaks, dass er diese Void Grenade von Fate aus der mobilen Version bekommen soll. Du schmeißt eine Granate irgendwo, das ist wie so eine Art Flächenschaden und jeder, der in dieser Fläche ist, wird unsichtbar. Für mich eine absolut katastrophale, useless Ultimate Ability. Sorry, da ist der Totem bei weitem besser. Was nützt es mir, wenn der Gegner, natürlich, wenn mich ein Gegner befeuert, dann wird der, dann haue ich die Granate, dann wird er unsichtbar, dann kann er mich nicht befeuern. Aber hey, gleichzeitig könnte das aber auch ein Segen für den Gegner sein. Er wird unsichtbar. Okay, ich bin runtergeschossen. Ich bin unsichtbar. Cool, ich kann ja nicht gehittet werden. Also schnell in Deckung heilen, alles schön. Das kann Fluch und Segen zugleich sein. Deswegen bin ich froh, dass Revenant nicht diese ultimative Fähigkeit bekommt. Das soll gecancelt worden sein. Allerdings ist aktuell nicht ganz klar, was aus der ultimativen Fähigkeit wird. Passiv soll es nämlich so sein, dass er natürlich weiter so hoch klettern kann. Es kann sein, dass der passiv, und das wurde nämlich geleakt, dass er ganz normal passiv Wallruns machen kann, ob die unendlich lange gehen, so wie theoretisch die Schattenform aus dem Halloween-Event. Das ist nämlich die passive Fähigkeit tatsächlich. Es kann aber auch sein, dass die ultimative Fähigkeit so wird. Du stellst den Totem und hast damit erst die Wallrun-Fähigkeit. Du könntest vielleicht den Totem nur für dich alleine nutzen. Keine Gegner, keine Teammates. Das ist alles nur Theorie. Rund um den Wallrun kann es tatsächlich so sein, dass das auch rausfliegt und er nur kann, wenn er mit der ultimativen Fähigkeit unterwegs ist. Das ist nicht safe. Was safe sein soll, ist seine taktische Fähigkeit. Diese zwei Silence Grenades, mit der du die Fähigkeiten der Gegner erstmal silenzen kannst. Und ich glaube, wie lange war es? 10 Sekunden, 20 Sekunden, 15 Sekunden, die du dann deine eigenen Fähigkeiten nicht benutzen kannst. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Das ist eine, finde ich tatsächlich gut, dass diese Silence Grenades bleiben, weil die sind wirklich sehr stark, sehr effektiv. Und die Pickrate von Revenant hin oder her, aber Revenant wird ja jetzt so massiv wahrscheinlich geändert, dass es eigentlich nicht mehr derselbe ist, ob das jetzt gerechtfertigt ist. Und wenn ich jetzt, Stand jetzt, seitdem Revenant raus ist, ich bin vielleicht Revenant Main. Ob ich das so geil finden würde, wenn der jetzt so krass überarbeitet wird, dass sämtliche Fähigkeiten irgendwie komplett anders sind, wäre für mich wahrscheinlich ein Grund, ihn vielleicht nicht mehr zu spielen, weil ich ihn genau deswegen gespielt habe, weil er so wie er war, mir gefallen hat. Und das wäre eine interessante Diskussion hier in den Kommentaren. Was haltet ihr denn von Revenant? Ich weiß, die Pickrate ist alles andere als geil. Auf der richtigen Map sehr effektiv.
Aber ich würde mir schon irgendwas wünschen. Irgendwas Geiles für Revenant, weil ich habe ihn auch gerne gespielt und ich würde mir wünschen, ihn wieder öfter zu spielen, weil er auch optisch eine geniale Legende ist. Aber es gibt zu viele Legenden, die einfach geilere Fähigkeiten haben, die nicht nur dir selber, sondern auch dem gesamten Team nützen. Und da gehört Revenant leider nicht dazu. Aber Fakt, inhaltlich hier für dieses Video, wahrscheinlich erst in Season 18. Keine neue Legende könnte tatsächlich sein. Habt ihr irgendwelche kreative Ideen? Was könntet ihr euch vorstellen? Wie könnte denn die ultimative Fähigkeit für Revenant aussehen? Ich habe tatsächlich gerade überhaupt keine Idee. Ich weiß es nicht. Ich bin auf eure Kreativität hier einfach mal gespannt. Verbleibe hier jetzt mit freundlichen Grüßen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und natürlich viel Spaß nächste Woche Dienstag, wenn dann hoffentlich tatsächlich auch wirklich der Solo-Modus kommt und wir vielleicht ja doch das Revenant Rework bekommen. Weil hundertprozentig safe ist es tatsächlich nicht. Aber man munkelt, dass es tatsächlich nicht kommt. Ihr wisst Bescheid, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.